Willkommen zurück zu einer weiteren unfassbar guten Folge Ghost of Tsushima. Wir spielen den Director's Cut. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mit mir den Director's Cut hier auf der PlayStation 5 spielst. Wir machen eine Reise in die Vergangenheit, nachdem wir einmal die Main Story durchgespielt und den Khan gerade getötet haben. Unseren lieben Onkel, das Familienmitglied Fürst Shimura, nicht getötet, sondern am Leben gelassen haben. Was ja vor allen Dingen auch ganz cool ist, mit dem Director's Cut kommt ja dann sozusagen die weitere Mission. Dann werden wir hier jetzt doch einmal fortschreiten und befinden uns gerade im Ghost of Tsushima Aftermath, ja, wenn man es so gerne sagen möchte. Wir hüpfen hier mal kurz hoch, zack. Und genau. Dann würde ich sagen, setzen wir dann mal die Segel und sprechen mit dem Bootsführer. So, wo ist der Dude? Da vorne ist er. Doch nicht. Oh, was macht Juno denn hier? Aha, spannend. Wo ist der Bootsführer? Ah, hier. Falsches Boot. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass wir das wir große Boot auf nehmen. Euren Befehl hin. Aber dann lass uns mal lossegeln. Und Besonderheit hier, richtig, richtig cool, ist mit mega spannend. Vor allen Dingen auch für mich, weil diesen Teil habe ich noch nicht Seid gespielt. Euch wirklich sicher, Fürst das Kai? Ist alles ist neu kein für Ort mich. Für einen Samurai. Ja, Baby, lass uns nach Iki Den gehen. Kurs auf die Nordwestküste. Bei Fort Sakai? Mein Vater erbaute eine starke Festung. Wenn es Ärger auf Iki gibt, verstecken sich die Einheimischen vielleicht dort. Ich bringe euch hin, so schnell ich kann, mein Herr. Das Meer ist erzürnt, seit die Mongolen herkamen. Bei Iki sind die Stürme besonders stark. Überrascht mich nicht. Der Adlerstamm treibt dort furchtbare Dinge. Was sie auch vorhaben, sie haben die Kami verärgert. Aber keine Sorge, das Meer schreckt mich nicht. Komm, Nobu. Und wir nehmen Nobu mit. Ja, mega. Und wir schippern in ein neues Kapitel. Geil. Ganz ruhig, Junge. Wuhu! Blitz und Donner. Holy shit. Pferde sind doch aber eigentlich gute Schwimmer. Geilo! Und da muss ich mich erstmal umgucken hier. Guckt euch das mal an. Die Maske ist noch drauf. Hoffentlich hast du es geschafft. Geil. Und da geht's jetzt hoch. Let's go. Unser Schwert sieht aber schon geil aus, ne? Nice. Krebse gibt's hier? Aha. Ah, und endlich können wir schnell laufen. Sehr gut. Da hat uns auch jemand schon mal den Weg geebnet mit ein paar Walknochen. Wunderbar. Frage hier ganz kurz. Ja, ich habe alle Talismane ausgestattet. Sieht wie ein altes Schmugglerversteck aus. Ja, mega. Gibt's hier was zu essen, zu trinken? Es gibt Icky-Aufzeichnungen. Ich guck's mir mal nur ganz kurz an. Wo finde ich das jetzt?
gedrückt halten. Okay. Angsha Khatun, Adler des großen mongolischen Reichs, Herrscherin, oh, eine Frau des gesegneten Adlerstamms, grüßt das Volk von Iki. Als eure Meisterin in Kyogo Kublai Khans freue ich Freundschaft ablehnten, beschworen sie einen großen Sturm an eurer Küste herauf. Obwohl Wind und Wellen gegen diese Küste peitschen, verkünde ich ein letztes Friedensangebot. Akzeptiert meine Herrschaft und ihr werdet gesegnet sein von goldenem Licht des endlosen blauen Himmels. Lehnt sie ab und mein Volk wird die Raubvögel über euch herfallen, bis Mutter Erde in Tränen und Blut getränkt ist. Schamanen sehen alle Menschen innerhalb der vier Meere als Familie an. Ich rate dem Volk von Iki eindringlich, uns wie Mütter und Väter zu begrüßen, damit wir euch wie Söhnen und Töchtern Schutz und Unterschlupf gewähren können. Na, wenn das mal nicht genau das ist, was wir wollen. Das glaube ich nicht. Was gibt's hier noch so zum Natzen? Bisschen Vorräte, Pfeile, sehr gut. Aha. Wie komme ich hier raus? Sieh mal an da. Macht ja alles mit einer Hand, ne? Oh, Kinders. Kinders, guckt es euch an. Die Insel Iki. Mega. Kehre nach Iki zurück, untersuche die neuen Bedrohungen durch die Mongolen. Ja, stark. Können wir da runterfallen? So. Ach, guck mal, da gibt's Äffchen. Kann ich aber nicht sehen, ob dort jemand Unterschlupf sucht. Kann ich nicht töten. Schade. Ich finde dich. Kann ich die? Vielleicht bei unserem Bootswrack, falls es an Land geschmückt wird. Abschießen? Hm. Ja, ich kann die anscheinend nicht abmurksen. Schade. Ist doch hier Bootswrack und da. Oh, guckt euch das an. Da stehen sie, um Ausschau zu halten. Wie die Leuchttürme. Mann, 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 Mann. Okay. Ja, dann erkunden wir doch mal ganz kurz. Wir gucken mal, haben wir hier jetzt eine neue Karte vielleicht? Ah, ja. Okay. Die Legende des Samurai. Erbe der Schande. Die Legende des Geists hat die Leute von Iki noch nicht erreicht. Hier kannst du deine Legende ganz neu schreiben. Mega! Coolio! Neue Erkundungstechniken speziell für Iki sind verfügbar. Nein. Oh, cool. Wind der Konzentration. Folge dem leitenden Wind, um Bogenherausforderungen auf Iki zu entdecken. Und Wind der Harmonie. Okay. Tierheiligtümer auf Iki zu entdecken. Was können wir noch? Oh ja. Es gibt neue Entwicklungstaktiken. Unbekannte Techniken. Geil. Geil, geil, geil. Na dann. Würde ich sagen, laufen wir doch mal. Wo laufen wir denn hin? Laufen wir mal hier hin. Ein verlorener Freund. Pferd. Wo ist er? Finde das Boot, das dich nach Iki gebracht hat. Und guck mal, auch hier wieder Flora und Fauna anders. Hier gibt es tatsächlich ein paar Palmen. Noch ein goldener Vogel. Ah, und diese goldenen Vögel sind... Oh, Moment. Ja, aber das dachte ich mir doch. Oh, shit. Habe ich das arme Kätzchen umsonst getötet?
Oh fuck, ich dachte, ich krieg vielleicht. Oh, hupsi. Ich dachte, ich krieg vielleicht irgendwie ein Wildtierfell oder sowas davon. Shit. Okay, dann töte ich die jetzt vielleicht mal nicht. Wo führt mich der Vogel hin? Der sagt, ich muss hier hoch. Doofer Vogel. Ja, aber ich kann hier nicht hochklettern, Vögelchen. Ah, hier kann ich hochklettern. Guck an. Da gibt es auch Blut. Sehr schön. Immer eine gute Spur. Immer ein guter Hinweis. Blütenumarmung. Der Wind wirbelt auf seine Reise Blüten auf. Okay, neues Stirnband. Der Junge ist ganz schön mitgenommen. Okay. Da drüben gibt es auch irgendwie einen Schrein oder irgendwie sowas. Nice, 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 nice. Und dann wollen wir hier wieder runter. Zack. Hier gehen wir mal die Abkürzung. Zack. Nicht zu weit. Okay, perfekt. Was gibt es hier für Raubtiere? Ah, nur Schweinsel. Ja, da mache ich mir keine Sorgen. Aber wir haben hier unser Boot entdeckt, denke ich doch, oder? Das Boot. Vielleicht finden wir auch Nobu. Nobu! Wo steckst du nur? Der Kapitän meines Boots. Tot? Im Sturm ertrunken. Ach, Kinders, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich. Neuer Content. Was ich nicht kenne. Das ist wie ein neues Spiel. Mega geil. Und wir mein bedanken uns natürlich des Kampfs gegen die Mongolen. Bei unserem Bootsfahrer. Auch ihn konnte ich nicht beschützen. Er starb im Dienste Tsushimas. Okay. Keine Spur von Nobu. Er muss am Leben sein. Vielleicht sind Spuren im Sand. Okay, guck mal, was geht hier so? Nee. Da kann ich auch nichts mehr looten. Ziehen wir uns doch mal die Spuren im Sand rein. Das sind seine Spuren. Nobu lebt noch. Ein verlorener Freund. Und genau das spielen wir jetzt auch. Nice. Also ich freue mich, dass du noch dran bist. Wo bist du hingelaufen? Es bleibt spannend. Und wir verfolgen Nobu. Gleichmäßiger Schritt. Gut. Du bist nicht verletzt. Sag doch, Pferde können gut schwimmen. Aber auch ein braves Pferd, dass das genau da lang läuft, wo ich die Spuren verfolgen kann. Du bist gestürzt oder hast dich gewälzt. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Wir wollen ihn ja auch nicht wieder gleich verlieren am Anfang von unserem Spiel, wie wir unseren Kase leider verloren hatten. Hier sind die Spuren. Still! Sonst hören sie euch. Eine Schlange. Der Adlerstamm macht Jagd auf uns. Was sie mit dem Verstand der Menschen machen. Entsetzlich. Ganz ruhig. Wir sind hier allein. Ich hörte sie kommen und rannte los. Die Schlange sah ich erst, als ich fast auf sie trat. Ihr habt sie rechtzeitig getötet. Nicht ich. Ein Pferd kam aus dem Nichts angerannt. Hat sie zertrampelt. Und mein Leben gerettet. Das Pferd. Wo lief es hin? Den Hügel rauf. Richtung Mongolen. Danke. Nein! Wenn ihr das Pferd findet, sprecht ihm meinen Dank aus. Oh, bitte sei nicht gebissen worden. Bitte sei nicht gebissen worden. Von der Kackschlange.
Ich will nicht wieder irgend so ein hässliches Kackpferd reiten. Und die Mongolen mache ich platt. Da freue ich mich schon. Brauche ich ein bisschen Übung. Fußspuren. Mongolen. Sie wurden überrascht und setzten dann nach. Oh oh. Schädelbruch. Durch einen Huftritt. Nobu, du Badass. Ja, da hören wir es doch schon. Dieses Geräusch, ganz nah. Nobu, er braucht mich. Gar nicht. Starker Bär. Haben die neue Attacken? Wunderbar, wunderbar. Nicht schlecht, Nobu. Gute Arbeit. Oh, da hat die alle platt gemacht, oder wie? Stark. Nobu? Ich bin hier, Junge. Geht's dir gut? Ich dachte, ich hätte dich verloren. Aber ich weiß ja, dass du nie aufgibst. Weißt du noch vorhin? Yay! Als du auf sie losgegangen bist, mach das nochmal. Halte L1 gedrückt, um den Sturmritt zu aktivieren. Um Gegner und Truppen zu Boden zu werfen. Mega! Der Sturmritt verbraucht mit der Zeit Entschlossenheit. Wenn du keine Entschlossenheit hast, schützt dein Pferd nicht mehr weiter. Das war ein Käse. Schön, dich wieder zu haben. Hilfe! Hierher! Helft mir! Bitte! Jemand hat Ärger. Wir müssen helfen. What the fuck? Okay, Freunde. Ich zeig euch mal jetzt, dass der Fuchs gehasnet ist. Jawollo. Das war der letzte. Nice! Boah, ich bin richtig angehypt. Ich bin richtig gehypt, Freunde. Mir zweimal das Leben zu retten. Zweimal? Gern geschehen. Ich meinte ihn. Aber ich danke euch beiden. Ah, das ist der Typ von der Schlange. Gute Arbeit. Ja, dann pass gefälligst das nächste Mal besser auf zu Depp. Diese Insel braucht uns. Cool, wir können Sturm reiten. Mega. Geilo, wir haben unser Pferdl wieder. Oh, und schon direkt den ersten Technikpunkt verdient. Ja, großes Kino. Oh, ich hoffe, das geht nicht zu schnell rum, das Add-on. Ich hoffe, da ist ein bisschen mehr Story. Aber ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Einschalten und schön, dass du mit dabei bist. Meine Freude und vor allen Dingen mein Spaß hier an der Extension mit mir genießt und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Also schalt wieder ein, wenn es heißt Ghost of Tsushima Director's Cut. Wir spielen die Extension und die Add-ons. Geil! Bis dann!